Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Gerührt oder geschüttelt? Heute ist der 60. Jahrestag vom ersten James-Bond-Film. Dann ist das ja ein alter Tatterkreis. Da ist die Frage ja wohl eher püriert oder verschüttet. Der nächste Film heißt ja nicht im Geheimdienst, sondern im Pflegedienst Ihrer Majestät. Bis jetzt hat's James Bond noch allen Gegnern gezeigt. Die nächsten werden die härtesten. Okay. Und zwar Demenz und Blasenschwäche. Ich sag nix mehr. Einmal die 4 und ein Martini. Momentchen mal bitte. Stefan, ich stehe jedenfalls auf James Bond. Du bist an der Arbeit ja auch wie 007. Weil ich ein Kämpfer bin? Nee, 0 Bock, 0 Ahnung und 7 Pausen. Also Queen Elizabeth war auch schon mal Bond-Girl. 2012 wurde sie zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London von Bond-Darsteller Daniel Craig vom Buckingham Palast zum Stadion geleitet. Stefan, wolltest du damals nie Geheimagent werden? Erst seit ich hier Kunde bin. Ach ja. Da sag ich mir nach 5 Minuten immer, komm, geh heim. Macht 5.234 Moneypennies, sammeln Sie Skyfall-Punkte, haben Sie eine MI6-Card oder sind Sie im Johnny English Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.